Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wie ich in einem der letzten Videos sagte, habe ich noch so ein paar Dino Strike Eier da in Form von so einem Double Pack. Zwei Double Packs habe ich da. Ja, ich bin gespannt, ob wir noch weitere Dinosaurier finden. Das Ganze kommt von Zuru 5 Surprise. Zwei von diesen Orangen, von diesen Bällen haben wir hier drin. Spektakuläre Dinosaurier mit Waffen geschossen zum Zusammenbauen. Und die sind gar nicht mal so schlecht. Unbox and Battle, Surprise Dinos. 13 Dinos gibt es hier zum Sammeln. Ihr wisst, von diesen Dino Strike Geschichten gibt es unterschiedliche Serien. Beim letzten Mal haben wir hier den Ankylosaurus und zuvor den T-Rex ausgepackt. Ich hoffe, wir haben hier nicht nochmal genau die gleichen Figuren drin. Ich hoffe, sie haben es gut vermischt. Darum würde ich sagen, lasst uns doch hier gleich mal reinschauen. Den Deckel habe ich schon lose gemacht. Und hier haben wir so eine Orange drin. Coole Verpackung auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, was wir hier rausholen. Nicht geeignet für Kids unter 3 Jahren, ist klar, verschluckbare Kleinteile. Und ich bin gespannt, ob man es diesmal hier an dieser Perforation auch öffnen können. Ah, das sieht sehr gut aus. Perfekt. Aber wir wissen, das Ding hier ist noch ein zweites Mal verpackt. Ne? Das hier ist diese Orange, die Kugel. Das ist nochmal eine durchsichtige Folie drumherum. Hier ist auch eine Perforation. Probieren, ob es geht. Ja, 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 super. Das ist ja traumhaft. Der Wahnsinn. So, dann hier einfach das Gummi hier abziehen und zack, haben wir die Orange vor uns liegen. So sieht es aus. 5 Surprise. Wir haben hier 5 Ecken und ich würde mich freuen, wenn wir hier einen anderen Dino drin finden. Ja, dann fange ich doch gerade mal hier an. Was haben wir drin? Wir haben hoffentlich was anderes. Also es geht los mal mit den Rüstteilen. Und das Geschoss fliegt mir hier auch schon entgegen. Wir schauen uns das gleich an. Hier haben wir die Wumme hinten drauf. Die unterscheiden sich immer ein bisschen. Sehr cool. Und wir haben hier den Helm. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich habe keine Ahnung, was für ein Dino wir hier dieses Mal rausholen. Kommen hier nochmal ein Blick auf die Waffe. Das war ein bisschen zu schnell. Und wir wissen ja von den letzten Videos, die unterscheiden sich immer. Auch das hier hat echt nette Details. Und wir können hier vorne dieses blaue Geschoss reinstecken. Auch das hier hat eine ganz andere Spitze als die letzten beiden roten. Ja, schönes transparentes Blau können wir hier reinstecken. Dann kommt hier ein bisschen was nach oben. Und zwar dieses hellgraue Teil. Achtung, zack, habt ihr es gesehen? Das hier. Wenn ich hier drauf drücke, dann können wir das Ding hier verschießen. Das hat auch ein bisschen Wumms. Bin mal gespannt, ob es reicht, um einen Gegner damit umzuschießen. Ja? Aber das sieht doch echt schon mal richtig, richtig schick aus. Sehr cool. So, was haben wir als nächstes? Hier haben wir was Grünes drin. Aha. Ich glaube, grün hatte ich jetzt noch gar nicht. Das sieht aus wie ein Stegosaurus, wenn ich mir das so angucke. Ja, müsste ein Stego sein. Auch der hat wieder coole Details. Ich bin immer wieder baff, was für klasse Teile man hier rausholt. Hier unten auch noch eine alternative Farbe. Okay, dann haben wir hier auch noch Beine. Das müssten die Hinterbeine sein. Auch eine tolle Hautstruktur. Muskeln kann man hier sehen. Sehr schön. Das hier ist das andere Bein. Sind die gespiegelt? Sind die gekondert? Sind die gleich? Das sieht auf den ersten Blick so aus, ist aber nicht so. Denn wir haben hier Narben. Das finden wir auf der Seite nicht. Okay, sehr cool. Auch die Zehen hier unten wunderbar zu sehen. Ja, schön, 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 schön. Was haben wir im nächsten drin? Hier haben wir, nicht euer Ernst, nochmal hier. Das ist das Gleiche? Jetzt muss ich doch mal gucken. Das ist im Prinzip das Gleiche, aber es ist gekontert. Seht ihr das? Das finde ich ja interessant. Haben wir hier eine Zweikopfechse drin oder was? Dann hier die Waffe. Das ist aber die gleiche, oder? Ja, okay. Die ist gleich. Ich drehe es mal um. Das Geschoss ist mir hier wieder entgegengekullert. Moment. Hier haben wir das Geschoss und das ist auch gleich. Jetzt bin ich mal gespannt. Entweder sie haben hier was Falsches reingepackt oder wir haben hier tatsächlich zwei Geschosse drin. Das ist ja der Knaller. So, dann lass uns gleich hier mal ins nächste schauen. Was haben wir hier drin? Aha, da haben wir schon mal den Rumpf.
Noch was? Nee. Okay. Und der ist schon mal richtig, richtig, richtig mächtig. Das ist die Unterseite in so Creme bemalt, so ein bisschen Gelbstich auf dem Grün. Hier auch noch so gelbe Streifen an der Flanke entlang. Das sieht super aus. Schaut euch die Hautstruktur an. Klasse, klasse. Ist schon echt spektakulär, wie sie die Viecher hier umsetzen. Das ist ja der Burner. Hier ist megamäßig Platz. Für das Rückenteil, wie auch immer sich das gestaltet, eigentlich müssten das Stacheln sein. Ich bin gespannt. Ein Fach haben wir noch übrig und ja, hier haben wir alles drin. Okay. Vorderbeine, Kopf, Rückenteil und der Helm. Nochmal ein Helm. Also, okay. Ja, die Kammern sind alle leer. Ah, jetzt bin ich aber gleich mal echt gespannt. Ne? Hier die Bauanleitung und die Figuren, die es zum Sammeln gibt. Dann haben wir hier noch den Rücken, typisch für den Stegosaurus. Oh, das ist ganz weich hier. Und dazwischen haben sie auch noch tolle Schuppen skulpturiert. Wow, also das ist ja echt spektakulär. Also da bin ich mal gespannt, vor allem, wo die Geschosse hier dran kommen. Ja, also ja, wir werden es sehen. Dann haben wir hier den Kopf von dem Stegosaurus. Einfach schwarzer Punkt als Auge. Der schnabelähnliche Maulfortsatz und hier fangen auch schon die Rückenstacheln an. Okay, Kehlwärme sieht man auch ein bisschen und wir haben hier auch noch die Vorderbeine drin und die haben eine unterschiedliche Stellung. Das hier ist ein bisschen angewinkelt und das geht eher gerade nach vorne. Okay, also das sieht sehr interessant aus und hier haben wir noch den Helm, sieht aus wie ein Kopf von einem Geier, ne? Sehr schön, sehr schön. Also da bin ich jetzt aber mal echt gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. So, als erstes hier natürlich das kleine Leaflet, was es hier zum Sammeln gibt. Dino Strike, Collector's Guide und ich mach's mal auseinander. Wir haben hier drin den Ankylosaurus vom letzten Mal, Plesiosaurus, T-Rex, haben wir auch schon rausgeholt. Dann hier T-Rex Skelett, das ist Hammer, hätte ich gerne. Dann hier Triceratops, ach, ich hätte sie gerne sowieso alle, ne? Triceratops Skelett. Und hier haben wir den Stegosaurus. Wow, tatsächlich zwei Geschosse, das ist ja der Knaller. Okay, ich bin sehr gespannt, wie das zusammengebaut aussieht. Stegi Moloch, dann haben wir hier einen Velociraptor X, Terizinosaurus, Pterodactyl. Dann hier nochmal ein Velociraptor und der rare Spinosaurus. Das Skelett von einem Spinosaurus, das wäre natürlich auch der Hammer. Also die alle kriegen wir hier in dieser Serie. So, dann habe ich hier die Bauanleitung von unserem Stegosaurus. Gott, ist das gefalzt hier. Also erstmal den kompletten Dino zusammenbauen. Ja, kein Problem. Dann, okay, wenn wir mit dem Schwanz wackeln, dann wackelt auch der Kopf. So, dann kommen hier die Rüstungsteile an die Seite dran. Aha, plus Helm, plus allem drum und dran. Da bin ich mal gespannt, ob das auch tatsächlich so klappt. Und zum Schluss können wir die Geschosse verschießen. Okay, ja, dann fangen wir nochmal an. Was ist hinten und was ist vorne? Ja, mit den Beinen relativ einfach zu erkennen. Wir haben hier ein Vorderbein. Das kann bloß hier vorne rein. Oh, hat sich gereimt. Feste drücken. Oh, ist schon drin? Ja, ist schon drin. Okay, das geht gut. Wir können es auch ein bisschen bewegen. Ups, es geht auch schnell wieder raus. Aber es geht nicht kaputt. Einfach wieder reindrücken und dann hält es. Super. So, dann das andere Vorderbein. Das hier, was ein bisschen angewinkelt ist. So, aha, also im Lauf festgehalten das Ganze. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. So, dann die Hinterbeine. Erfahrungsgemäß, wenn diese riesen Dinger hier rausgucken, geht es immer ein bisschen schwer reinzudrücken. Ich probiere es mal. Oh, nee, das geht hier ganz leicht. Bei den anderen ging es schwerer, okay? Auch das können wir bewegen nach hinten und nach vorne. Gut. Dann gleich das andere Bein draufstecken. Man braucht halt ein bisschen Wumms, ne? Ein bisschen Wumms für den Bums und dann steckt das Ganze auch. Ja, ist drin. Wunderbar. Also die Pose ist eigentlich schon ja vorgegeben, wie die Beine stehen. Nämlich so, wie wir es jetzt hier haben. Gut, dann der Kopf kann man nicht falsch anstecken. Hier drauf drücken. Das geht auch relativ leicht. Ja, sehr gut. Dann der Schwanz.
den haben wir hier. Und wie kommt der drauf? So drauf, ne? Ja, also beherzt drücken und der ist auch schon drin. Alles klar, und den kann ich hin und her wackeln. Und dann tut sich hier was am Kopf. Ja, der Kopf bewegt sich ganz leicht, aber wirklich nur ganz leicht. Also ja, ne? So, dann kommt dieses mächtige Rückenteil drauf. Ich denke mal so rum, oder? Ja, wie es aussieht, sieht es gut aus. Feste drücken. Es rastet auch ein. Ja, und somit wäre er fertig. Unser Stegosaurus in einer tollen Pose. Ja, der ist nicht schlecht. Was ich nicht ganz verstehe, sie haben ja hier die Seite schön, die Flanke schön mit diesem Gelb bemalt, dann die Platten, die hier hochstehen, haben sie innen in einem Braun bemalt, aber hier hinten eher so ein bisschen ganz zart mit einer helleren Farbe. Warum haben sie das hier nicht auch dunkel gemacht? Wäre doch besser gewesen, ja? Aber ansonsten muss ich sagen, von der Stellung her, von der Pose, gefällt der mir gut. Der ist nicht schlecht, der Stego. Hat hier immerhin eine Höhe am Stachel gemessen von 7,5 oder sogar drüber. Ja, 7,8 cm. Und wir haben hier eine Länge von der Spitze bis zum Kopf von 12 cm. Also, der gefällt mir gut. Kann man angucken. Maul kann man nicht extra bewegen. Unten so ein bisschen cremegelb zieht sich von der Brust bis zum Schwanz hinten. Dann hier die beiden Stacheln, die hier rausstehen. Das ist übrigens aus Gummi hier die Teile. Körper ist aus Plastik. Ja, dass sie hier diese Platten nicht auch in diesem Braun bemalt haben, finde ich ein bisschen schade. Aber okay, komm, man kann schon angucken. Also ich finde ihn nicht schlecht. Auch der Kopf wurde hier wirklich nett gemacht mit den Falten, die Kehlwamme und so weiter und so fort. Von dieser Seite auch nett skulpturiert. Das ist schon absolut okay. Jetzt bin ich natürlich megamäßig gespannt. Warte mal, seht ihr das? Also der Kopf kann kaum wackeln. Das ist eigentlich ein Witz in Dosen. Aber gut, jetzt haben wir hier diese Teile, wo wir eben anstecken können und die Waffen da rein. Aber wie rum, larum, das kommt garantiert über so ein Stachel drüber, über den kleinen hier vorne. Das würde sogar passen, aber jetzt muss ich doch noch mal hier drauf gucken. Ja, das wird über den vorderen Stachel drüber geschoben. Also die Knochenplatte meine ich natürlich, ja. Okay, allerdings steht das nach hinten. Das heißt, dann kommt das Ding auf die Seite hier rüber. So, das passt. Das kann man angucken. Und auf diese Seite, ich dachte, das wäre der Kopfhelm, ne? Also auf diese Seite kommt das Ding hier drauf. So, alles klar. Einfach über die Knochenplatte hier schieben. Dann sieht der schon mal so aus. Das kommt doch auch richtig gut. Dann kriegt er hier noch seine Waffe drauf. So, zack. Die ist natürlich ein bisschen beweglich. Nicht zu sehr, weil hier ist die Platte im Weg. So, dann das andere Geschoss auf die andere Seite. Boah, brachial. Also das ist mal richtig brachial. Schaut euch dieses Monstrum an. Boah, krass, krass, super. Richtig gut, passend zu dem Grün, die blauen Geschosse hier. Sehr, sehr, sehr cool. Also nicht schlecht. Und er kriegt es auch noch seinen Helm hier auf. Einfach draufstecken. Zack, passt auch. Klipst überall ein bisschen ein. Und schon ist er fertig. Unser Stegosaurus in Rüstung ist ja echt sau cool. Ich glaube, den lasse ich hier jetzt noch in 360 Grad drehen, dass ihr euch den noch mal in aller Ruhe anschauen könnt. Der sieht ja wirklich nur zu gut aus. Wahnsinn, Wahnsinn. So, wenn ich die Beine richtig hinmache, dann steht der auch gut. Alles klar? Dann lasst uns mal schauen, was passiert, wenn ich auf diesen eh schon ausgestorbenen T-Rex hier schieße. Ja? Ich habe mal seine Rüstung abgenommen. Der war in einem der vorangegangenen Sets mit drin. Aber ich glaube, das wird ihn nicht umhauen. Ne? Beim Ankylosaurus hat er auch schon bestanden, ist nicht umgekippt. Aber unser Stego hier hat 2 Geschosse. Also bin ich mal gespannt. Ich schieße erstmal mit der einen Seite. Könnt ihr sehen? Ja, ne? Also und Rums, da passiert gar nicht viel. Dann die andere Seite. Doppelrums. Oh! Aber er ist nicht umgefallen. Er ist nicht umgefallen. Pass mal auf hier. Ich mache eine Doppeltattacke. Hier nochmal reinstecken. Hier auch reinstecken. Also irgendwie hatte ich gerade das Gefühl, dass eine von den beiden stärker geschossen hat. Ging es euch auch so? Also passt auf. Ich versuche mal einen Doppelschuss. Ah, dann seht ihr es nicht, ne? Blöd.
Vielleicht geht's auch so. 3, 2, 1 und... Bums! Oh, er bleibt stehen. Der T-Rex bleibt stehen. Krasser Kerl, mein lieber Mann. Okay, also, krasses Kerlchen, aber ein bisschen zu wenig Bums. Aber ihr wisst ja, ich könnte den jetzt noch mit weiteren Waffen ausrüsten. Hier haben wir zum Beispiel auch noch ein Loch drin. Das heißt, ich könnte im Prinzip, warte mal, von den anderen beiden hier nochmal so ein Geschoss hier seitlich reinstecken und könnte den bis auf 4 Waffen aufrüsten. Wisst ihr was, das mache ich jetzt. Ich habe hier noch das Geschoss vom T-Rex und vom Ankylo. So, und hier kommen jetzt auch noch die roten Geschosse rein. Wow. Also, ultra, hammer, mega krass, oder? Pfeift euch das rein. Der Stego bis an Anschlag bewaffnet. Was für ein krasses Bild, oder? Der Knaller. Also, coole Figur, schöne Erweiterung für diese Serie hier. Dino Strike, 13 Dinos zum Sammeln. Gut, dann würde ich sagen, werde ich den Stego jetzt echt noch in 360 Grad filmen. Hat er echt verdient. Cooles Modell mit einer coolen Bemalung, die man jetzt leider Gottes unter dem ganzen Rüstungszeug hier nicht mehr sieht, aber schön geworden. Gefällt mir. Von der Skulptur her echt überraschend gut für so eine Serie. Hätte ich nicht gedacht, ne? Okay. Ja, dann beim nächsten Mal gibt es die nächste Kugel. Bin ich gespannt, ob wir noch einen neuen Dino drin finden. Ich würde mich freuen. Alles klar, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay.